Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in Hohenlinden. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was von den bayerischen Illuminaten gehört haben. Ich habe heute zwei vor der Kamera, den Herrn und die Frau Voss. Illuminaten insofern, als dass sie, wenn die Jahreszeit etwas kühler wird, viel Zeit damit verbringen, das Haus zu illuminieren, Herr Voss. Ja. Wie lange machen Sie das denn schon? Also wir sind jetzt im dritten Jahr. Im dritten Jahr? Ja, also mit einer Beleuchtung, die auch musikalisch unterstützt ist. Ja. Im vierten? Im vierten. Wir haben schon 3 Jahre. Ach, wir haben schon. Wir haben schon 3 Jahre. Ich möchte hier keinen Familientwist initiieren. Wir einigen uns schon. Ja. Im vierten Jahr ist es jetzt das vierte Mal. 3 Jahre haben wir es jetzt schon gemacht. Aha. Und die Idee haben wir eigentlich aus den USA mitgebracht, weil wir dort 3 Jahre gelebt haben. Ja. Und dort haben wir normale statische Hausbeleuchtung gehabt, das heißt nur an. Ja. Und als wir dann nach Deutschland zurückgekommen sind, haben wir auch dort durch ein Haus in den USA gesehen, dass man sowas auch mit Musik machen kann. Ich sage, das will ich auch haben. Und haben dann in Deutschland. Und Sie haben vor allem wahrscheinlich keine Nachbarn, die sich dagegen wehren, oder? Noch immer keine. Ja. Wir haben noch das Glück, dass wir wirklich. Sie machen das nämlich aufs freie Feld raus. Alles für den lieben Gott. Schauen Sie, wenn Sie dahinter schauen, dann sehen Sie praktisch nichts. Und da wird dann hinbeschallt. Und dann kommen die Hasen und die Rehlein, oder, Frau Voss? Genau. Und die Fasane. Genau. Also, Damen und Herren, jetzt darf ich mal sagen, weil ihr arbeitet ja da wirklich voll mit Technik. Ich bin schon total fasziniert. Schauen Sie, da habe ich mich vorher hingeguckt, den Stuhl hier. Ne? Plastikstuhl Marke Aurora, der heißt so. Habe ich hingeguckt und habe mir was vorführen lassen. Es ist einfach beeindruckend. Machen Sie mal so eine kleine Kostprobe. Also, er schaltet nicht einfach Eisern, das ist dann praktisch computergesteuert. Ne? Genau, also wie gesagt, das ist eine Software, die kommt aus den USA, ist von der Firma, darf man Namen sagen? Natürlich ist das klar. Ist die Firma Light-O-Rama. 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 Das sind nicht Light-Osama, sondern Light-O-Rama. Nein, Light-O-Rama. Ja, ist wichtig. Und es sind halt kleine Boxen. Ja? Die man mit dem PC ansteuern kann. Dort kann man ganz. Das ist kleine Boxen. Sie machen doch mit Lichtdingern da oder mit mehr so. Das sind Steuerboxen. Ah, Steuerboxen. Ah ja. Ah ja, ich verstehe. Das sind so eine Steuerboxen, wo das alles angeschlossen ist. Schaut nicht billig aus. Ja, kostet schon. Kostet schon die eine, die andere. Jeder braucht ein Hobby. Ja. Aber das ist ein Hobby, was man bloß so 2 Monate lang im Jahr vielleicht, oder? Wann fangen Sie denn eigentlich an zum Aufbauen? Also der Aufbau beginnt immer nach Halloween am 1. November, mhm. Aber die Planung Mitte September. Und im Sommer höre ich mir Weihnachtslieder an, damit ich weiß, was ich für Lieder in der Stimmung spiele. Achso, und dann wird nach Musik programmiert? Ja, es werden die Lieder ausgewählt, die wir in der Saison spielen möchten. Und danach müssen halt die Sequenzen auch direkt auf die Musik angepasst werden, weil da muss man sich das vorstellen. Ich gehe mal zwischen Sie und Ihre Frau. Ich dränge mich mit da dazwischen. Es gibt insgesamt 64 Lichtkanäle, die wir hier haben. Aha. Und jeder Lichtkanal besteht dann auf eine Einteilung von 20 Sekunden. Und dort muss man dann halt einstellen, welcher Lichtkanal zu welcher Zeit an oder aus sein soll. Und wie viele Lampen sind auf so einem Lichtkanal drauf? Das sind halt verschiedene Lichtstränge. Zum Beispiel haben wir jetzt hier das Herz, was wir dort haben. Ja. Das besteht aus 200 Lichtern. So ein Stern besteht aus jeweils 100 Lichtern. Und das ist immer ein Symbol oder ein Element, ist immer auf einen Kanal geschaltet. Zum Beispiel ein Fenster. Okay, machen Sie es einfach mal. Ich kann jetzt machen. Teilen Sie diese Begeisterung Ihres Manns? Frauen sind doch mal ein bisschen bodenständiger. Ich bin meistens die Kreative. Ich sage dann, das gefällt mir, das hätte ich gern, mach mal. Und dann ist er so nett. Wenn das ein bisschen lauter macht. Nee, leider müsste ich noch schnell Lautsprecher wechseln. Das wird dann an große Boxen angeschlossen und tönt dann übers Feld. Das kann man sogar fast von der Straße hören, wenn der Wind geht. Wenn man mit dem Rad vorbeifährt. Okay, wow. Ja. Also, wir sehen das Herz, wie es leuchtet und die Sterne. Aber das geht so rund, dass wir es eigentlich aufgehen. Ja, raus, das kann man ändern. Je nachdem, wie wir es programmiert haben wollten. Wir wollten eigentlich so ein bisschen so wie eine fallende Schneeflocke das haben oder fallender Stern. Aha. Mal nach oben, das ist halt unterschiedlich. Je nach Stimmung ist es mal so, mal so. Jetzt ist es halt so, dass es von der Mitte an und aus geht. Und dann der Baum da hinten. Ja. Das ist ein Hammer. Was ist das für was war das mal gewesen, bevor es. Also das war gewesen, es ist ein Holzstab. Unten haben wir den Rest von einer Fußbodenheizung die Leerrohre gehabt. Haben dann halt den Stern oben habe ich selber noch zusammengebaut. Und haben dann die Lichtkettenketten. Zurzeit sind dort drauf 1800 Lichter. Auf dem Baum nur? Auf dem Baum sind 1800 Lights drauf zurzeit. Und verbaut habe ich jetzt ungefähr
könnten knapp an die 10.000 schon rankommen. Ach, nur 10.000? Ja, aber es wird ja noch mehr. Es steht noch ungefähr, okay. Es ist ungefähr die Hälfte jetzt aufgebaut. Mhm. Nur die Hälfte? Ja, die Hälfte. Also, Damen und Herren, Sie erleben hier die Hälfte von dem, was dann im Endeffekt Zeit wird. Also, wenn Sie mit nach Hohenlinden einfahren, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn da alles hell erleuchtet ist. Das macht die Familie Voss. Wie verhindern Sie, dass die Kinder damit spülen, dass dann alles kaputt ist? Och, ich glaube, die wissen, dass die das nicht kaputt machen wollen. Ja. Nein, es ist mehr oder weniger auch ein Spiel, Verbot kann man es nicht nennen, aber es wird eigentlich, wenn hier alles zugekabelt wird, wird eigentlich nicht gespielt oder lang gegangen. Insofern ist das eigentlich alles ziemlich lang haltbar. Was für Leistung nimmt die Anlage auf, wenn ich mich frage? Wie weit hat das Teil? Also ich habe jetzt Transformatoren, da das ja alles mit amerikanischen, also mit 110 Volt läuft. Und ich habe Transformatoren mit einer Kapazität von knapp 5000 Watt. Also 5000 Watt. Das ist die Kapazität, die Transformatoren liefern. Und letztes Jahr hatte ich nur 4000 Watt angeschlossen und da waren die schon, ich sag mal, warm gelaufen. Also warm. Sie laufen warm. Im Winter macht es ja nichts, weil es ja immer gut gekühlt. Sie ja, haben es freien, ist immer gut. Das steht in der Garage alles dann, die ganze Technik. Also das ist ja von hier draußen, der Computer, der steht in der Garage alles dann verschlossen dann drin und es läuft dann ja vollautomatisch. Weil wir haben dort auch, warte ich wohl kurz mal was. Ja. Ihr Moischer Fuchs, was macht denn der beruflich? Ich habe ihn kennengelernt, da hat er Informatik studiert. Ah, ja. Dann ging es über ein anderes Studium. Er hat aber seit seiner Kindheit Computer zusammen oder auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Und am Hinterher dann wieder funktioniert der Computer. Das ist alles. Das wird dann hinten am Zaun, das wird dann hinten am Weg installiert. Und dann haben die Leute die Möglichkeit, hier drauf zu drücken und können die Show von alleine starten. Ist doch der Hammer. Was machen Sie denn jetzt beruflich? Jetzt bin ich gerade wieder im Studium, studiere, mache eine Ausbildung zum Diplom-Finanzwirt. Achso, und Ihre Frau, die arbeitet dabei, oder? Nein, ich war bei der Bundeswehr und da kriegt man halt noch während der Ausbildung ein bisschen Geld. Also. Im Bundeswehr, das waren Sie bei der Luftwaffe, oder? Ich war bei der Luftwaffe in Erding. Das merkt man sofort, dass Sie bei der Luftwaffe waren. Ja, obwohl der Stern praktisch runterkommt, merkt man praktisch an dieser... Ja. Ausdrucksstärke seines Hobbys. Dass bei uns ist das eben wie bei Alice im Wunderland. Iss mich, ne? Wie der Pilz dort sagt. Und bei uns ist es auch so. Drück mich und lass die Show beginnen. Und wir möchten natürlich auch alle Gäste, alle Besucher auffordern, diesen Schalter auch zu betätigen. Wir freuen uns, weil das ist nämlich für uns auch automatisch das Zeichen. Normalerweise ist das eine ruhige, wechselnde Beleuchtung. Und wenn das nämlich, wenn der Schild gedrückt wird, wenn das hier anfängt wild zu blinken und die Musik läuft, dann wissen wir, da ist wer da. Jetzt gehen wir raus, jetzt können wir unseren Gästen Glühwein anbieten. Gebrannte Mandeln machen wir selber, gebrannte Haselnüsse, Kinderpunsch gibt es dann. Und wir freuen uns, wenn die Gäste das wirklich selber drücken und die Kinder. Und das gefällt mir halt, dass man wirklich mal was für Leute macht, die man gar nicht kennt. Das ist ja so selten. Damen und Herren, wir machen jetzt mal eine kleine Pause und dann zwei Dinge. Es gibt hier noch ganz andere Beleuchtungselemente, die ich auch wahnsinnig spannend finde. Die zeigen wir Ihnen gleich noch. Und auf dem Computer gibt es einen kleinen Film, dass wir so sehen, wie das Ganze dann fertig im letzten Jahr ausgeschaut hat. Also eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Also Damen und Herren, diese seltsamen Lichterscheinungen können Sie auch dieses Jahr in ganz ähnlicher Form wieder in Hohenlinden erleben. Dort sind wir heute bei der Familie Voss, Illuminaten ihres Seins, die also die Adventszeit und Vorweihnachtszeit eben damit verbringen, in dieser Art und Weise ihr Haus zu verschönern. Ja, sehen Sie das? Links ist es die Garage, rechts der Hasenstall mit den Rehlein. Oder ist es der Hasenstall? Wo jetzt ist er wieder weg? Na, der Hasen haben wir nicht. Das war früher das Hochbeet. Das war letztes Jahr dieses Hochbeet da hinten. Also das Hochbeet? Ja, das haben wir aber dieses Jahr nicht. Das haben wir als Geschenk dekoriert. Und den Hühnerstall, den hat man letztes Jahr noch nicht gehabt. Wie viele Leute waren eigentlich da, die sich das dann angeschaut haben, also in Schalter betätigt? Ein paar hundert. Denke ich schon, ja. Doch. Also dann, das sollte man schon ein bisschen potenzieren. Ich denke, ein paar Tausend sollten es das ja schon werden. Und dann können sie auch spenden. Die Spenden kommen dem Herzzentrum zugute, oder?
Genau. Wir haben uns als Ziel gesetzt, insbesondere die Forschung für herzkranke Kinder zu unterstützen, weil unsere große Tochter bereits die 6. Herz-OP hatte und wir unser zweites Zuhause fast schon das Herzzentrum nennen können. Insofern haben wir gesagt, dorthin macht es Sinn, für uns zu spenden. Verstehe. Das ist wirklich schön. Jetzt kennen Sie das aus, aber es ist ja im Echt nur verschieden. Lass uns noch ein bisschen das Ding hier laufen, da oben die Anlage. Schauen Sie, ja, ist mir egal, habt doch das zappert, verstehen Sie, dass die Leute sehen. Und wie gesagt, das ist jetzt zur Hälfte erst, gell, weil ja, es ist noch ein bisschen Zeit hin bis Weihnachten. Jetzt ist immer der Vorführeffekt. Ja, das ist, weil man muss das immer noch starten, weil es ja noch nicht an der Automatik läuft. Also war das ja weihnachtlich super. Und wie gesagt, hier ist ja ein Schneemann hier, der vorne ein Gartchen, und der wird dann halt der Sänger da sein. Ah, der singt dann? Ja. Was er ganz scharf ist, Damen und Herren, der hat sich auch hier in der Veranda noch eine Beleuchtung eingebaut. Kann man die mal ummachen? Das war ja für mich der Hammer. Also ganz normale Veranda, schauen Sie mal, man denkt nichts Böses, gell? Und dann schreitet der Herr Voss an seinen Laptop und schreit auf dem Laptop ein bisschen rum und auf einmal wird die Veranda auch, also die Steine beginnen zu leuchten. Das ist etwas, das habe ich vorher noch nie gesehen, dass Steine leuchten können, sehen Sie das? Und dann auch noch so ein schönes Muster, gell? Das war so hinter uns, husch, schauen Sie mal so. Sehen Sie, mein Kameramann fast hingehaut. Wo kommen Sie was kaufen? Elektronik, in Elektronik-Fachgeschäft. Da gibt es so Steine mit Lampen drin. Man muss die Steine kaufen, man muss sich einen Bohrer kaufen, man muss sich einen Lötkolben kaufen, die LEDs kaufen, Kabel kaufen und das alles zusammenlöten. Man merkt, dass Sie studieren, da hat man sehr viel Zeit, gell? Oder? Geben Sie es doch zu. Ja. Wie viel Zeit ist da draufgegangen, also mit Bodenbeleuchtung? Und also die Bodenbeleuchtung, da habe ich gebraucht. Das hat ungefähr, wie lange hat die Vorbereitung gedauert? Zwei Monate bestimmt war ich mit Bohren beschäftigt, aha, weil es ist ja doch 3 cm Granitstein und bis der durchgebohrt ist. Das ist Granit auch noch. Das ist Granitstein. Dann jetzt nur zum Abschluten, nur ganz zum Schluss, er war ja bei der Luftwaffe, oder sind Sie bei der Luftwaffe? Ich bin nicht mehr dort. Weil hat sie dann noch eine Landebahn mit Landebahnbeleuchtung im Garten eingebaut, die kommt jetzt auch noch, passen Sie auf, damit also der Christ, also der Weihnachtsmann mit seinen Rentierschlitten auch herfindet, schauen Sie, da schwebt er dann rein und kommt und sagt, ho, 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 war der alle schön brav gewesen. Also ich bedanke mich für diese freundliche Vorführung. Damen und Herren, jetzt sind Sie gefragt. Hohenlinden, Kupfauer Anger 5, ums Haus rumgeht, dann ist also da hinten am Feld draußen so dieser Schalter, der hier, und dann drücken Sie drauf und dann werden Sie mit Glühwein überrascht. Dann kommen die Brandmann. Also ich bedanke mich und wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott.